Good evening, everyone. Guten Abend. Good evening, everyone. Guten Abend. First of all, I want to say to you that we are living in very serious times. Zuallererst einmal möchte ich sagen, dass wir in sehr ernsten Zeiten leben. The things that you are seeing and hearing, die Dinge, die ihr seht und hört, is just the beginning. Sind gerade mal der Anfang. And pretty soon you're going to hear more and more of these type of testimonies from different localities and from places that you would not think to hear them. Und schon sehr bald werdet ihr noch viel mehr solcher Dinge hören von anderen Orten, ja sogar von Orten, von denen ihr es gar nicht erwartet. In Revelation 14 we are given a mandate. Und in Offenbarung Kapitel 14 wird uns etwas Wichtiges gesagt. Before I tell you about that mandate, I would like to have a word of prayer. Bevor ich euch darüber aber etwas erzählen möchte, wollen wir zusammen beten. Because I had another subject in mind, but because of some time limitations, we got to get ready for some other things. I'm going to be short with you. Let us pray. Ja, wir wollen beten. Father in heaven, Vater im Himmel, we ask thee that you will please again grant us thy Holy Spirit. Wir bitten dich, dass du uns erneut deinen Heiligen Geist geben mögest. For Lord, the Holy Spirit needs to be here that our hearts may be stirred. Denn Herr, dein Heiliger Geist muss hier unter uns sein, um unsere Herzen aufzurütteln. That our minds may be convicted. Und um unser Gemüt zu überführen. That we are in the last days and that we have the last message of mercy. Dass wir in den letzten Tagen leben und dass wir die letzte Warnungsbotschaft der Gnade haben. Lord, open our eyes. Herr, öffne uns die Augen. Help us understand. Hilf uns zu verstehen. And teach us how to have faith and endure. Und lehre uns, wie wir Glauben haben können und wie wir aushalten. Grant us now your Holy Spirit. Gib uns deinen Heiligen Geist. We thank you for his presence. Und wir danken dir für seine Gegenwart. Now give us the words and let the word of God be spoken. Gib uns deine Worte, lass das Wort Gottes gesprochen werden. For the glory of Jesus Christ we pray. Zur Ehre Jesu Christi beten wir. Amen. Amen. In Revelation chapter 14 we are given a mandate. In Offenbarung Kapitel 14 wird uns ein Auftrag gegeben. The Bible says, and I saw another angel fly in the midst of heaven. Und die Bibel sagt, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth. Der hatte das ewige Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen. To every nation and kindred and tongue and people. Und allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. The mandate is so important that in Matthew 24:14. Dieser Auftrag ist so wichtig, dass uns in Matthäus 24, Vers 14 gesagt wird. The Bible says, and this gospel of the kingdom. Da sagt die Bibel, und dieses Evangelium vom Reich. Shall be preached throughout the world as a witness unto all nations. Wird in der ganzen Welt verkündigt werden. And then shall the end come. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. It is the everlasting gospel of the kingdom that is to be a witness to all the world. Es ist das ewige Evangelium des Reiches, das als Zeugnis für alle Völker gepredigt wird. The first angel's message calls for us to give fear to God and give glory to him. Die erste Engelsbotschaft, die ruft uns auf, um Gott zu fürchten und ihm die Ehre zu geben. Glory refers to character. Die Ehre oder Herrlichkeit bezieht sich auf den Charakter. In Christ's Object Lessons, page 297. In Christi Gleichnisse, Seite 297. It says, character is power. Da steht, Charakter ist Macht. The silent witness of a true unselfish. Der stille Zeuge eines wahrhaftigen. Godly life. Selbstlosen und gottesfürchtigen Lebens carries an almost irresistible influence. Trägt einen beinahe unwiderstehlichen Einfluss mit sich. By revealing in our own life the character of Christ, indem wir in unserem eigenen Leben den Charakter Christi offenbaren, we cooperate with him in the work of saving souls. Arbeiten wir mit ihm zusammen in dem Werk, um Seelen zu retten. It is only by revealing in our life his character, nur wenn wir in unserem Leben seinen Charakter offenbaren, that we can cooperate with him. Arbeiten wir mit ihm zusammen. And the wider the sphere of our influence, und je größer die Sphäre unseres Einflusses ist, the more good we may do. Desto mehr Gutes können wir tun. When those who profess to serve God follow Christ's example, wenn diejenigen, die vorgeben, Gott zu dienen, dem Beispiel Christi folgen, practicing the principles of the law in their daily life, und die Grundsätze des Gesetzes in ihrem täglichen Leben praktizieren, when every act bears witness that they love God supremely, und wenn jede Handlung Zeugnis davon trägt, dass sie Gott an die erste Stelle setzen und ihn über alles lieben, and their neighbor as themselves, und ihren Nächsten wie sich selbst, then,
dann will the church have power to move the world. Wird die Gemeinde Macht haben, um die Welt zu bewegen. I thought that was a profound statement. Und ich dachte, das ist ein Zitat mit Tiefgang. Then the church will have power to move the world. Dann wird die Gemeinde Macht haben, um die Welt zu bewegen. When the church members practice the principles of God's law and the character of Christ in their daily lives. Wenn die Gemeindeglieder die Grundsätze von Gottes Gesetz praktizieren und Christi Charakter täglich in ihrem Leben zeigen. The reason why I'm talking about this. Und der Grund, warum ich hierüber rede, is because we have heard, you've heard sermons. Ist, weil wir Predigten gehört haben. Warnings. Warnungen. And admonitions. Ermahnungen. But there's something else that needs to be done. Aber es gibt noch etwas anderes, was getan werden muss. You and I need to go to work. Du und ich müssen an die Arbeit gehen. There are some people who want to do some great missionary work overseas. Und es gibt so manche Menschen, die gerne große Missionsarbeit in anderen Ländern tun möchten. But do you know what the prerequisite is before you do missionary work overseas? Aber wisst ihr, was die Bedingung dafür ist, die Vorbereitung darauf, bevor ihr dazu imstande seid? The prerequisite for you to do missionary work overseas is that you've been doing missionary work in your local community. Die Vorbereitung darauf ist es, dass du zunächst einmal Missionsarbeit in deiner lokalen Umgebung getan hast. Before I became a evangelist, bevor ich Evangelist wurde, or even before I became a call porter, und sogar noch bevor ich ein Buchevangelist wurde, I remember distinctly not thinking about no great foreign mission field. Da erinnere ich mich daran, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe über ein großes ausländisches Missionsgebiet. But only thinking about I need to reach the people in this community. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich die Menschen in meiner direkten Umgebung erreichen könnte. And I prayed and asked God, Lord, how do I reach the people in this community? Ich habe gebetet und Gott gefragt, Herr, wie kann ich die Menschen in meiner direkten Umgebung erreichen? And the Holy Spirit said, take books and tracts. Und der Heilige Geist hat gesagt, nimm Bücher und Traktate. And then I said, but Lord, some of the people are mean. Und dann habe ich gesagt, Herr, aber manche dieser Menschen, die sind gemein. Some of them are fierce looking. Und manche, die schauen sehr grimmig aus. You know what I'm talking about. Und wenn ihr in einer schwarzen Umgebung arbeitet, dann wisst ihr, worüber ich rede. They look real mean. Manche, die sehen wirklich bösartig aus. Und wenn man dann an die Tür klopft, dann fragen sie, was willst du? I remember being so scared one day. One man scared me so bad. One lady scared me so bad. Und einmal, da hat mich eine Frau so erschreckt und mir so viel Furcht eingejagt. I knocked on the door with my call porter, publishing director. Da habe ich an die Tür geklopft mit meinem Direktor von der Buchevangelisation. Lady said, who is it? Und diese Frau, die hat geschrien, wer ist da? I jumped a little bit. Und ich bin erschrocken. Then she opened up. What you want? Und dann hat sie die Tür geöffnet. Was willst du? And I said, oh, my name is Mr. Jones, and that's Mr. Barry. And she said, I said, no, my name is Barry. That's Jones. She said, no, you don't even know your own name. Und ich war so erschrocken, dass ich die Namen verwechselte, als ich uns vorgestellt habe. Und dann habe ich das berichtigt. Und hat sie gesagt, ich will euren Namen gar nicht erst wissen. I'm telling you this because it happens. Und ich erzähle euch das, weil das vorkommt. In the beginning, you must realize that when you go in the field, that you are not wrestling with flesh and blood. Am Anfang, wenn ihr ins Feld geht, dann müsst ihr erkennen, dass ihr nicht gegen Fleisch und Blut kämpft. You are dealing and you're meeting and you're contending with supernatural powers. Sondern ihr begegnet dort und ihr kämpft dort gegen übernatürliche Mächte. Finally, I got myself together after that day and that never happened again. Nach diesem Tag habe ich mich dann zusammengerissen und das ist nie wieder geschehen. Then I remember knocking on a door again. Und ich erinnere mich daran, wie ich wieder einmal an eine Tür klopfte. I'm talking about working and witnessing with books. Und ich rede darüber, wie man arbeitet und mit Literatur Zeugnis abgibt. And I had a Bible in my hand. Ich hatte eine Bibel in der Hand. And the guy says, "Amen." Und dieser Mann, der sagte, "Look at me." Hey, schau mich mal eben an. I'm looking at him. Und ich schaute ihn an. He said, "Look at me." Und er hat gesagt, schau mich gut an. I'm still looking at him. Und ich habe ihn immer noch angeschaut. He said, read my lips. Er hat gesagt, lies mir von den Lippen ab. I don't believe in God. Ich glaube nicht an Gott. He says, so what you got to say? Und was hast du jetzt zu sagen? I took my Bible. Ich habe meine Bibel genommen. I said, really, I don't have anything to say. Und ich sagte ihm, ich habe wirklich nichts zu sagen. I said, because, I mean, you said it all. Du hast ja schon alles gesagt. I said, but the Bible does have something to say. Aber die Bibel hat noch etwas zu sagen. He said, what the Bible gonna say to me? Und er sagte, was will die Bibel mir wohl sagen?
I said, can you read this for me? I turned to Psalms 14:1. Und ich schlug Psalm 14, Vers 1 auf. I said, can you read that for me? Und habe ihm gesagt, können Sie mir das mal vorlesen? He bent over. Und er hat sich so nach vorne gebeugt, ein großgewachsener Mann. The fool has said in his heart, there is no God. He said, hey man. Wait. He said, hey man, you call me a fool. Also er hat gelesen, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann hat er gesagt, wie bitte, du nennst mich einen Narren? I said, no, the Bible did. Und ich habe gesagt, nein, nicht ich, die Bibel hat das getan. Then he said, hey, hey man, nobody never talked to me like that. Und er hat gesagt, ja, sowas hat mir noch niemand gesagt. Come on in my house. Komm mal eben rein ins Haus. And I went in the house and I canvassed him on the great controversy. Und dann bin ich ins Haus gegangen und da habe ich ihm den großen Kampf gezeigt. And he bought the great controversy that und day. Er hat an jenem Tag den großen Kampf gekauft. I'm talking about labor. I'm talking about missionary labor in your own community. Und ich spreche hier über Missionsarbeit in eurer eigenen direkten Umgebung. Even while you give to help the work in other places. Selbst wenn ihr Geld gebt, um dem Werk an anderen Orten zu helfen. You ought to know how to do missionary work yourself. Dann solltet ihr trotzdem wissen, wie ihr selber Missionsarbeit tut. When you're in the field, you're going to you're going to be contending with first day people. Denn wenn du hinaus ins Feld gehst, dann wirst du mit Menschen, die den ersten Tag halten, konfrontiert. In Jacksonville, Florida. In Jacksonville in Florida. There's a small group of people that I give Bible studies to every Sabbath. Gibt es eine kleine when I'm there. Gibt es eine kleine Gruppe von Menschen, denen ich jeden Sabbat Bibelstunden gebe, wenn ich dort bin. And in this group I have about 6 young men. Und in dieser Gruppe, da gibt es ungefähr 6 junge Männer. And they all just, every Sabbath they can't wait to have Bible study and we go through the books of Daniel, Revelation and the Pauline epistles and all that. Und sie können es kaum erwarten, um jeden Sabbat ihre Bibelstunden zu bekommen. Und wir gehen durch Daniel und Offenbarung und durch die Briefe des Paulus. And I took a few of them out in the field. Und einige von ihnen habe ich mit hinaus ins Feld genommen. And I remember one of them said, Pastor, I'm a salesman. I know how to do this already. Und ich weiß noch, wie einer gesagt hat, ja, ich bin ein Verkäufer. Ich weiß, wie man das macht. I said, you sure? Und ich habe ihm gesagt, bist du dir He sicher? Said, yeah, Pastor, this is a piece of cake. Und er hat gesagt, ja, ach, das mache ich mit links. I said, okay, take this book. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, nimm dieses since Buch. You're such a great salesman, you go sell it. Und weil du ja so ein guter Verkäufer bist, geh und verkauf dieses I'll Buch. Be on the other side of the street. Und ich arbeite auf der anderen Seite der Straße. Let me know, I'll check on you. Und ich gucke da mal nach, wie du dich so machst. He went out. Und dann ging er los. We worked the side of the street, came back. Und er hat seine Straßenseite durchgearbeitet und kam zurück. He said, well, Pastor, how you do? Und er hat gesagt, na, Pastor, said, wie geht's dir so? All my books are gone. Und ich habe gesagt, meine Bücher sind alle verkauft. So how did you do? Und du? He said, I just had some bum luck. Maybe the people just weren't interested. Also, bei mir haben sie nur die Tür zugemacht. Vielleicht hatten sie ja kein Interesse. Then he scratched his head. He said, how did you get rid of your books so fast? Und dann hat er sich am Kopf gekratzt und gefragt, wieso hast du deine Bücher jetzt schon alle verkauft? I said, because I don't sell. Und ich habe gesagt, weil ich nicht verkaufe. He said, you don't sell. What do you do? Er sagte, wie bitte, du verkaufst nicht? Was machst du denn? I said, I spread the message. Ich habe gesagt, ich verbreite die Botschaft. The spirit of prophecy says that when a car porter goes into the house. Und der Geist der Weissagung sagt, wenn ein Buchevangelist ein Haus betritt. He takes the place of the living preacher. Dann nimmt er dort den Platz des lebendigen Predigers ein. It says that he is God's evangelist. Und sie sagt, dass dieser Mann dann Gottes Evangelist ist. So when I went in his house. Und als ich dann also in ein Haus kam, I started canvassing the people like they were in an evangelistic meeting. Dann habe ich zu den Menschen so gesprochen, als ob sie in einer Evangelisation wären. I talked about the prophecies of Daniel Revelation. Ich habe über die Prophezeiungen in Daniel like und Offenbarung gesprochen. Behold, a head of gold, a breast and arms of silver, a belly and thigh, you know. Ebenso, als ob ich einen Vortrag halten würde. And the people get so entranced listening. Und die Menschen, die werden da so, die hören so beeindruckt zu. Till they said, well, before I could even finish the canvas, they said, how much is the book? Noch bevor ich überhaupt fertig gesprochen habe, fragen sie, wie viel kostet das Buch denn? I want the book. Ich möchte dieses Buch. Because when I take the book is only a tool to witness. Denn wenn ich das Buch nehme, das Buch ist nur ein Mittel zum Zeugnis ablegen. But in some homes you meet those who are from other churches. In manchen Häusern begegnet man aber Menschen aus anderen Gemeinden. So my group of young men. Und meine Gruppe von jungen Männern. Met a man from the Church of God in Christ. Die begegneten einem Mann aus der
Church of God in Christ. This young man, andere Gemeinde. This young man was an assistant pastor to the Church of God in Christ. Und dieser Mann war dort ein Aushilfeprediger. And he asked my young man, he said, so what about the Sabbath? Und fragte meinen jungen Mitarbeiter, wie steht's denn mit dem Sabbat? And my young men were all eager to jump right in on it. Und meine Mitarbeiter, die waren alle ganz eifrig, um darauf zu antworten. So the young assistant pastor said, okay, tell you what you do. You bring your pastor. Und diese jungen Prediger, der sagte zu ihnen, ihr sollt euren Pastor bringen. To my house. Zu meinem Haus. And I'll have somebody. Und ich werde jemanden haben. And we'll sit down and can talk about the Sabbath and Sunday. Und dann setzen wir uns alle zusammen hin und sprechen über diese Sache mit dem Sabbat und dem Sonntag. So my young men were all zealous. Oh, Pastor, we gotta go. We're gonna let them have it. We're gonna really give it to them. We got the truth. Und meine Mitarbeiter, die waren alle ganz eifrig und die haben gesagt, ja komm, wir müssen da unbedingt hingehen und wir werden es ihnen so richtig geben. Wir haben doch die Wahrheit. Oh, this is gonna be great. Das wird doch großartig sein. And that told me that on a Monday. Und das haben sie mir am Montag gesagt. I said, brethren, ich habe zu ihnen gesagt, Brüder. I said, you still need to learn some things. Ihr müsst immer noch etwas lernen. I said, never get excited about contending for your faith with those who oppose it. Begeistert euch nie darüber, um mit denjenigen, die gegen euren Glauben sind, zu diskutieren. They said, what? Und Pastor, sagten, we got the message. This is it, Pastor. This. Und die sagten, wie bitte? Aber darum geht's doch. Wir haben doch die Botschaft. I said, no, what I want y'all to do, und ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass ihr Folgendes tut. I want y'all to spend 3 days in fasting and prayer. Ich möchte, dass ihr 3 Tage lang fastet und betet. Because it's not about winning an argument. Denn hier geht's nicht darum, um ein Argument zu gewinnen. It's about winning souls. Sondern es geht darum, um Seelen zu gewinnen. And you can't win souls. Und ihr könnt Seelen nicht gewinnen, being very zealous and flamboyant, wenn ihr so eifrig und and proud, erhitzt und stolz seid. So they went through fasting and prayer for 3 days. Und so haben sie 3 Tage lang gefastet und gebetet. And by the time the third day came, und als dann der 3. Tag kam, the same day we had to go do the Bible study. Am gleichen Tag mussten wir dann dieses Bibelstudium dort geben. All of them were much more subdued. Und alle von ihnen, die waren viel ruhiger geworden. And we got into study. Und wir haben dann unser Bibelstudium zusammen gehabt. When you get into a Bible study with people that are not of your faith. Und wenn ihr ein Bibelstudium habt mit Menschen, die nicht eures Glaubens sind. Number one, it will teach you 2 things. Dann werdet ihr zunächst 2 Dinge lernen. First, it will teach you patience. Zuerst einmal Geduld. Also, it will teach you tact. Und zweitens Takt. And skill. Und in contending und, with them. Geschicklichkeit, danke. And the third thing it will teach you, und das dritte, was ihr lernt, is that you must stay calm, ist, dass ihr ruhig bleiben müsst. The whole time. Die ganze Zeit hindurch. You can give no evidence that you are shaken. Ihr könnt keinen einzigen Grund dafür oder kein einziges Zeichen dafür geben, dass ihr upset, vielleicht verärgert seid oder erschüttert. Or any of that. Oder irgend so etwas. You must be calm as a cucumber. Ihr müsst so ruhig wie eine Gurke sein. And your speech und eure Sprache has to stay mild. Die muss mild und sanft bleiben. No matter how much you like to preach. Egal wie gerne ihr vielleicht predigen wolltet. In contending. Wenn ihr mit anderen Menschen diskutiert. You gotta stay calm. Müsst ihr ruhig bleiben. And mild. Und sanftmütig. Even when they say things like this guy said to me. Selbst wenn sie solche Sachen sagte, wie dieser Mann zu mir sagte. You Seventh-day Adventists, I mean, I think really y'all might be cultic. Er sagte, ihr Siebenten-Tags-Adventisten, ich glaube echt, dass ihr ein Kult seid. And besides, y'all need to understand something. Und nebenbei müsst ihr sowieso noch was verstehen. God doesn't deal with leftovers. Gott, der kümmert sich nicht um übrig gebliebene. God always wants the best. Gott möchte immer das Beste. He loves the first fruits. Er liebt die Erstlingsfrüchte. You see, the first day is the first fruits. Der erste Tag, das ist die Erstlingsfrucht. The seventh day is the leftovers. Und der 7. Tag, das ist das Letzte. And he looked at me. Und er schaute mich an. My young men were gritting their teeth, going. Und meine jungen Mitarbeiter, die knirschten mit den Zähnen. Stay calm.
Und ich habe sie angeschaut und gesagt, bleib ruhig. I said, take a deep breath. Und als dieser junge Prediger mir das sagte, da habe ich ihnen gesagt, holt einmal tief Luft. After he took a deep breath, said, stay calm. Und nachdem sie tief Luft holten, habe ich ihnen gesagt, bleibt ruhig. He said, so what is all this? He said, God always gets the best. Und er sagte, ja, und was ist das da mit euch? Weil Gott, der nimmt immer das Beste. God's get the best because the first day is rest. Und er sagt, Gott gibt das Beste, weil der erste Tag, das ist Ruhe, und das reimt sich im Englischen. And now you gotta understand, the whole time he's saying this, but he's saying this to provoke me. Und er hat das aber gesagt, um mich zu provozieren. And I'm praying, Lord, grant me the Holy Spirit and give me wisdom. Und ich habe gebetet, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist und gib mir Weisheit. Meantime, he had another older gentleman sitting next to him. Und er hatte einen anderen älteren Mann neben sich sitzen. Very distinguished looking fellow. Ein sehr ausgewählt ausschauender Mann. Who smiled a little bit. Und der lächelte ein wenig. But was very piercing with his eyes. Aber er hatte ganz stechende Augen. Doing like this to us. And I told my young men. Und ich habe meinen jungen Mitarbeitern gesagt. I called them aside for a moment. Ich habe sie einen Augenblick beiseite gerufen. I said, during this study, ich habe gesagt, während diesen Studien, don't diesen Studium, say nothing. Sagt nichts. Just watch. Schaut einfach nur zu. I said, because the man in the corner, weil dieser Mann in der Ecke, is an old fox. Ist ein alter Fuchs. You know what an old fox is? Wisst ihr, was ein alter Fuchs ist? Those are the older ministers that are very clever in twisting the truth. Das sind diese alten, erfahrenen Prediger, die sehr schlau sind und die Wahrheit gut verdrehen können. So the young minister jumped up, the assistant pastor jumped up and said, okay, so und what about the Sabbath? What about it? Bring it on. Der junge Prediger sprang also auf und sagte, und wie steht's jetzt mit dem Sabbat? Kommt schon. And so I said, well, let's start off like this. I said, first of all, I want to ask you a question. Do you believe the Bible from Genesis to Revelation? Und ich habe ihnen gesagt, zunächst fangen wir einmal so an mit der Frage, glaubt ihr überhaupt der ganzen Bibel vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung? So why are you asking that? Und er sagte, warum stellst du denn diese Frage? I said, because if you don't believe the Bible from Genesis to Revelation, then we don't need to have this study. Ich sagte ihnen, weil wenn ihr der Bibel nicht glaubt, vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung, dann brauchen wir hier gar nicht weitermachen mit dem Studium. And he looked at the older man. Und dann schaute er sich um zu dem älteren Mann. The older man winked at him and go, yeah. Und der ältere Mann, der nickte ihm so zu, ja. He said, yes, we believe the Bible from Genesis to Revelation. Und dann sagte er, ja, wir glauben der Bibel vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung. I said, and since you want us to start off, I'm going to just start off with, I want to establish one thing, just one thing I want to establish. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann wollen wir ein Ding erstmal klarlegen. I said, in Genesis chapter 1. In 1. Mose Kapitel 1. We have the account of creation in 24-hour periods. Da haben wir den Bericht einer Schöpfung, die in 24-Stunden-Tagen stattfand. I said, do you agree with that? Stimmt ihr damit said, yeah. überein? Und er sagte, ja. I said, not only that, and you do agree that the world was made in 6 days. Ich sagte zu ihm, ihr stimmt also damit überein, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde. Yes, yes, we agree with that. Ja, das, damit stimmen wir überein. I said, so therefore, as we, and so I took them through the, for time short, make a long story short, I took them through the narrative of Genesis und, chapter 1. Um es kurz zu machen, ich habe sie also durch 1. Mose Kapitel 1 durchgeführt. And then the young assistant pastor. Und dann hat dieser junge Prediger zu mir gesagt. He says, so what you trying to say? Was versuchst du denn jetzt hiermit zu sagen? I said, hold on. What I'm simply trying to tell you that the world was made in 6 days and the Bible said the 7th day is the Sabbath. Ich habe ihm gesagt, ja, die Welt, die wurde in 6 Tagen gemacht und am 7. Tag, sagt die Bibel, war der Sabbat. I said, and by the way, I said, the 7th day was not a leftover, it was blessed, but Sunday was only good. Und ich sagte ihm, der 7. Tag, der Sabbat, der wurde gesegnet, aber der Sonntag, der wurde nur gut genannt. Well, then he said, well, I think that every day could be holy. I said, hold on. Und er sagte, ja, ich denke, dass jeder Tag heilig sein kann. I said, Moment mal. What you think doesn't mean anything. Was du denkst, hat gar nichts zu sagen. What the Bible says means everything. Was die Bibel sagt, das ist alles. I said, your Bible says that the evening morning was the first day and God said it was good. God thought it was good. God said very good. Und deine Bibel, die sagt doch, dass der erste Tag gut war und Gott hat ihn nicht mal sehr gut genannt. And though you are to live yourself holy every day. Und obwohl du selbst an jedem Tag heilig leben sollst. Every day jeden was Tag not holy. Wurde doch nicht jeder Tag heilig genannt. Every day was good. Jeder Tag war gut. But the 7th day was holy. Aber der 7. Tag war heilig.
So I just want to establish that right here. Und ich möchte das nur hier eben mal deutlich machen. And the young minister got kind of upset and put his head down for a minute. Und der junge Mann wurde ärgerlich und hat so in die Bibel geschaut. Like that. Then the older gentleman. Und dann hat der ältere Mann gesagt. He said, I'm a scholar in Hebrew and Greek. Ich bin ein Gelehrter in Hebräisch und Griechisch. I knew it was coming. I just was waiting on it. Just waiting to see what was going to provoke him to rise up. Und ich wusste schon, dass das kommen würde, und ich wartete schon darauf, was ihn denn provozieren würde. He said, a new Seventh-day Adventist tried to say that the law is still binding. Und er sagte, ihr Adventisten versucht doch nur zu sagen, dass das Gesetz immer noch bindend ist. He said, but the law was not given until Sinai. Aber das Gesetz wurde nicht gegeben bis zum Sinai. I said, are you sure about that? Und da sagte ich ihm, bist du dir da sicher? I said, you being a scholar in Hebrew and Greek. Du bist ein Gelehrter in Hebräisch und in Griechisch. Surely you should know better. Dann solltest du es doch besser wissen. He said, I beg your pardon. Entschuldigen Sie mich? I said, turn me in your Bibles to Romans chapter 5. Und ich sagte ihm, schlagen Sie die Bibel auf in Römer Kapitel 5. And I took him to Romans chapter 5 for a moment. Und ich nahm ihn mit nach Römer Kapitel 5. And I said, now let me just recall something to you. Let me just rephrase what you said, because I don't want to misquote you. Und dann habe ich ihm gesagt, nur damit kein Missverständnis aufkommt, möchte ich nochmal wiederholen, was du soeben gesagt hast. You said the law did not exist until Sinai. Du hast gesagt, das Gesetz, das existiert nicht bis zum Sinai. Das gab es vorher nicht. Do you stand by your claim? Stehst du zu deiner Aussage? Yes. Ja, hat er gesagt. Smiling. Und hat gelächelt. I said, well, in Romans chapter 5. Und ich sagte, in Römer Kapitel 5. I said, you know verse 13, don't you? Da kennst du sicherlich Vers 13. Since you do translate from the original language. Da du ja von der ursprünglichen Sprache her übersetzt. The Bible says, for until the law, sin was in the world. But sin is not imputed where there is no law. Da sagt die Bibel, denn bis zum Gesetz im Englischen, denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Then verse 14 said, nevertheless, death reigned from Adam to Moses. Und Vers 14 sagt dann, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose. Now let's stop for a moment. Moment mal. You said that the law of God did not exist until Mount Sinai. Du sagst also, dass das Gesetz Gottes nicht existiert bis zum Berg Sinai. I said, sir, the scriptures are used for correction and instruction. Und ich sagte, die Schrift, die wird benutzt für Zurechtweisung und Unterweisung. And I differ with you because the word of God says, for until the law, sin was in the world. Und ich stimme nicht mit dir überein, weil die Bibel sagt, bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Meaning until the law was spoken at Sinai, before the law was spoken at Sinai, sin was in the world. Das bedeutet, bis das Gesetz ausgesprochen wurde auf dem Berg Sinai, war die Sünde schon in der Welt. And the Bible said death, because the wages of sin is death. Und die Bibel sagt der Tod, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Death reigned from Adam to Moses. Der Tod herrschte von Adam bis Mose. Showing that the and where there is no sin, where there is no law, I'm sorry, sin cannot be imputed. Und wo es kein Gesetz gibt, da kann auch Sünde nicht zugerechnet werden. I said, but the Bible shows very clearly. Die Bibel zeigt uns aber sehr deutlich. That sin was existing before the law was proclaimed. Die Bibel sagt ganz deutlich, dass die Sünde aber schon existiert, bevor das Gesetz ausgesprochen und erhöht wurde. I said, so wait a minute. Also einen Augenblick mal. That means that Adam and Eve had to have the law, though it was not written on stone. Das bedeutet also, dass Adam und Eva das Gesetz schon haben mussten, noch bevor es überhaupt auf Stein geschrieben wurde. And God only magnified the law and spoke it and written it when it came when Israel got to Sinai. Und Gott hat das Gesetz nur noch vergrößert und es ausgesprochen und ausgeschrieben auf dem Berg Sinai. Well, I said, did Adam and Eve have the law? Und ich fragte ihn, hatten Adam und Eva denn dann das Gesetz? Yes, you're correct. Er sagte, ja, naja, Sie haben schon recht. And the assistant pastor, the young pastor. Und der junge Pastor? He in the corner going like this. Der stand so in der Ecke, hat sich geärgert. So then, the Hebrew guy asked another question. He said, well. Und dann sagte der Hebräisch Gelehrte. We went on with other things for time's sake. Wir gingen noch weiter mit anderen Sachen. He said, well. Und er sagte. He said,
But why are you making such a big deal about the law? Warum macht ihr denn so eine große Sache aus diesem Gesetz und dem Sabbat? Said, let me ask you this question. Und ich sagte ihm, ich möchte dir folgende Frage stellen. Who created the world? Wer hat die Welt geschaffen? He said, God. Gott. I said, yes. Und ich habe ihm gesagt, ja. I said, which one? Welcher denn? Was it the Father? War es der Vater? Was it the Son? War es der Sohn? Was it the Holy Ghost? War es der Heilige Geist? He said, so what are you getting at? Er sagte, wo willst du denn drauf hinaus? I said, because whoever made the world, wer immer die Welt gemacht hat, deserves worship. Der verdient die Anbetung. I said, go to John 1:1 with me. Schlage mal Johannes 1, Vers 1 mit mir auf. And I said, since you're a scholar, you can translate if I say the wrong thing, you can translate it in the original language. Und da du ja ein Gelehrter bist, kannst du sicherlich mich berichtigen, wenn ich einen Fehler mache, da du direkt daraus übersetzen kannst. So I said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Im Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. Now you and I know that the Greek word for logo, the Greek word logos, is not necessarily the actual translation that should be used to describe this word that was with God, who was divine. Du weißt sicherlich, dass dieses griechische Wort Logos, was hier für das Wort benutzt wird, nicht das beste Wort ist, was dieses Wort hier richtig übersetzen könnte. Because John was Jewish. Denn Johannes war jüdisch. And the word, another word for word, was the word Debah, which represented the Shekinah glory. Und ein anderes Wort für das Wort Wort wäre das Wort Deba, welches sich auf die Shekinah-Glorie bezieht. He said, yes, that is true, but I hadn't looked at it like that. Und er sagte, ja, das ist wahr, aber das habe ich so noch gar nicht gesehen. I said, would not Debar, the word Debar, representing Shekinah glory, be more appropriate to describe this word that's with the Father, that's also known as with God and was God? Wäre dieses Wort Debar nicht besser, um dieses Wort hier, zu, das mit Gott war und das Gott war, zu beschreiben? Habe ich ihn gefragt. And he said, wait a minute. He said, und er sagte, and his mind was going back to the Old Testament, the Hebrew thinking. Und er ging zurück ins Alte Testament und hat darüber nachgedacht. He said, yes, that would be appropriate. Und er sagte, ja, das wäre viel zutreffender. I said, so this word that was with God, that's called Shekinah glory, the Bible said he was made flesh and dwelt among us. Und ich sagte ihm, dieses Wort, also die Shekinah-Herrlichkeit, die wurde Fleisch und wohnte unter uns. I said, this is Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. I said, and the Bible says, he was in the world and the world was made or created by him. Und die Bibel sagt, er war in der Welt und die Welt wurde geschaffen und gemacht durch ihn. And he stopped. Und da hörte er auf. And he put his head down. I never seen him. He said, put his head down. Und er hat sein Haupt gesenkt, tief in Gedanken versunken. And he was quiet. Und er war still. And the assistant pastor. Und der junge Prediger. Yeah, we know Christ is the Word. Der hat gesagt, ja, wir wissen doch, dass Christus das Wort ist. We know he created all things. Wir wissen, dass er unsere Welt geschaffen hat. But what that got to do with the Sabbath? Aber was hat das jetzt mit dem Sabbat zu tun? The Sabbath is a relic of Judaism. Der Sabbat ist doch nur ein Überbleibsel der jüdischen Religion. I said, that's what the Webster's Dictionary says. Und dann habe ich ihm gesagt, das sagt Websters Wörterbuch. That's not what the Bible says. Das sagt nicht die Bibel. I said, if Jesus Christ is creator. Die Bibel sagt, dass Jesus der Schöpfer ist. The Shekinah glory that dwelt with the Father and also sat between the two cherubims. Die Shekinah-Herrlichkeit, die mit dem Vater war und die zwischen den zwei Cherubimen stand. And you say Jesus is your Savior and Lord. Und du sagst, dass Jesus dein Erretter und dein Herr ist. Then answer me this, young man. Dann antworte mir hierauf, junger Mann. Why call him Lord and do not the things he tell you? Warum nennst du ihn Herr, wenn du nicht die Dinge tust, die er dir sagt? What do you mean? What do you mean? Was meinst du? He said, remember the Sabbath day and keep it holy. Er sagt, gedenke des Sabbattages und heilige ihn. That's not a suggestion, that's a commandment. Und das ist kein Vorschlag, das ist ein Gebot. And I said, why did he say it? Warum hat er das gesagt? I said, because he said the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Jesus hat gesagt, weil der Sabbat für den Menschen gemacht ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. I said, isn't that right, scholar? Und ich habe gesagt, ist das, habe ich nicht recht, Gelehrter? He looked at me. Und er schaute mich an. Yes, that's right. Er sagte, ja, du hast recht. Und der junge Mann, der ärgerte sich. Then. Und dann the scholar said,
Dann sagte der Gelehrte, there is only one thing. Da gibt's nur ein Ding. Do you believe that the New Testament? Glaubst du, dass das Neue Testament is promoting Saturday or Sunday? Ist oh, den Sabbat oder den Sonntag unterstützt? I said according to the Bible. Und ich sagte der Bibel zufolge, the New Testament is promoting the seventh day Sabbath. Ist das Neue Testament für den Sabbat, für den siebten Tag Sabbat? He said, but the Sabbath is part of the ceremonial. I said, und er sagte, aber der Sabbat ist Teil des Zeremonialgesetzes. Ceremonial law. That's what he said. Ja, der Sabbat ist ein Teil des Zeremonialgesetzes. I said, but you know that the Jews' ceremonial law ended at the cross. Aber du weißt, dass das Gesetz, das zeremonische Gesetz der Juden, am Kreuz endete. It was the law of ceremonies that was nailed to the cross, not the Sabbath. Es waren die Zeremonien, die dort ans Kreuz genagelt wurden und nicht the der Sabbat. Seventh day Sabbath of creation was still binding upon man. Der siebente Tag Sabbat der Schöpfung gilt immer noch für die Menschen. I said in Revelation 1:10. Und dann habe ich gesagt, wir schlagen. I said, what day is the Lord's day? In Offenbarung 1, Vers 10, welcher Tag ist dort der Tag des Herrn? You know what the young man, you know what the man said? Und wisst ihr, was der junge Mann sagte? He paused for about 20 minutes. Er hat etwa 20 Minuten lang nachgedacht. And during the study, und während, because we covered some other things, but for time I'm cutting it short. Während dieses Studiums, und wir haben uns dort noch mit anderen Dingen beschäftigt, he kept getting convicted. Aber er wurde immer mehr überzeugt. And he said, und er sagte, he read Revelation 1:10. Er las Offenbarung 1, Vers 10. And the young pastor said, yeah, read it, read it. Und der junge Prediger sagte, ja, lies mal, lies mal. I was in the spirit on the Lord's day. Ich war im Geist am Tag des Herrn. And the young pastor's going, come on, go on and say, tell him, it's Sunday, it's Sunday. Und der junge Prediger, der war so eingestellt, ja los, sag's ihm schon, es ist der Sonntag. The scholar stood up. Und der Gelehrte stand auf. And he said, und er sagte, the Lord's day here is not Sunday. Der Tag des Herrn hier ist nicht der Sonntag. It's the Sabbath. Es ist der Sabbat. The young man was silent. Der junge Mann war still. All my students were quiet. Und alle meine, they were shocked that the man would admit this, because this is the first time we've had a study. Und alle meine Studenten waren still, weil sie waren schockiert, dass dieser Gelehrte das zugegeben hatte. With a first day pastor like this, und das war das erste Mal, dass wir mit einem ersten Tagsprediger wie diesem so studierten. Where one actually started sincerely to admit that the seventh day was the Sabbath. Der wirklich aufrichtig begann zuzugeben, dass der Tag des Herrn der Sabbat ist. I said, well, it only remains one thing. Und dann sagte er, dann bleibt nur noch eins übrig. Who changed it? Wer hat ihn geändert? And he stood up and he said, und dann stand er auf und sagte, he said the council of, he said the council of Laodicea. Das Konzil zu Laodicea. And the council of Nice. Und das Konzil zu Nicea. He said this. Er sagte das. Is where we keep Sunday from. Ist der Grund, warum wir den Sonntag heute halten. But according to the Bible. Aber der Bibel zufolge. The seventh day Sabbath. Ist der siebte Tag Sabbat. Is still binding. Immer noch gültig und bindend. With that we stopped the study. Damit beendeten wir das Studium. And he said, when you come back off your trip, und er sagte, wenn ihr zurückkommt, we must study the councils of Nice and Laodicea. Von eurer Reise, dann müssen wir zusammen die Konzile von Laodicea und Nicea studieren. And I said, that'd be great. We'll study. Und ich habe gesagt, ja, das ist gut. The young man was so upset. Und der junge Prediger war so verärgert. He didn't want to say anything. Er wollte nichts mehr sagen. We have a television ministry. Und wir haben einen einen Fernsehmissionsdienst. It plays in Sacramento, California. Der in Sacramento in Kalifornien läuft. 2 weeks before coming here. Und 2 Wochen bevor wir hierher kamen. My wife and I received the phone call. Empfingen meine Frau und ich einen Anruf. From 2 pastors. Von 2 Predigern, who saw the program of us talking about the seventh day Sabbath. Die unser Programm über den siebten Tag Sabbat gesehen hatten. These pastors were so elated. Und diese Prediger, die waren so
begeistert. They said, we watched the program because you, every time you opened your mouth, all we heard was, the Bible said, the Bible says, the Bible says. Die haben gesagt, wir schauen uns dein Fernsehprogramm an, weil jedes Mal, wenn du deinen Mund öffnest, dann kommt da nur heraus, die Bibel sagt, die Bibel sagt, die Bibel sagt. And we are so tired of hearing these ministers that talk about, you can get rich and you, God wants to give you money. Und wir wollen nicht mehr hören, wie diese Prediger immer sagen, ja, Gott möchte, dass ihr reich seid und Gott möchte euch Geld geben. And then we heard a program about a lost coin. Und dann haben wir ein Programm gehört über eine verlorene Münze. And we watched the program and you talked about the Sabbath. Und wir haben dieses Programm uns angeschaut und da hast du über den Sabbat geredet. Me and three other minister friends began to go back and study the Bible and we went to search everything about the Sabbath. Und ich und drei meiner anderen Freunde, auch Prediger, wir haben dann zusammen die Bibel studiert über den Sabbat. We were determined to prove you wrong. Und wir waren fest entschlossen, um zu beweisen, dass du falsch liegst. But we prayed and we fasted. Aber wir haben gebetet und gefastet. And we said, Lord, if the Sabbath be true, show us. Und wir haben gebetet und gesagt, Herr, wenn der Sabbat wahr ist, zeige es uns dann. And if it's false, give us the right words so we can win our brother from teaching error. Und wenn er falsch ist, dann gib uns die rechten Worte, dass wir unseren Bruder gewinnen können, dass er im Irrtum ist. But when they saw it, und als sie es aber sahen, they all said that they read it, sie alle sagten, sie haben es gelesen, and they broke down in tears, und sie brachen nieder in Tränen, and said, we've been breaking the Sabbath. Sie haben gesagt, wir haben den Sabbat gebrochen. We've been teaching the people wrong doctrine. Und wir haben dem Volk falsche Lehren verkündigt. We listened to preachers who taught us wrong. Wir haben auf Prediger gehört, die uns falsch gelehrt haben. We've got to start keeping the Sabbath. Wir müssen anfangen, den Sabbat zu halten. So he called me. Und so haben sie mich angerufen. Said, can you send us some material? Sie haben gesagt, kannst du uns etwas Material senden? I sent them some material. Ich habe ihnen etwas Material gesandt. We sent them this pamphlet. Und wir haben ihnen diese Zeitschrift gesandt. Die Arche. We sent them this pamphlet right here. Diese Zeitschrift haben wir ihnen geschickt. John had sent us some we have bought some from Jan in English. Jan hat uns einige in Englisch zukommen lassen. This pamphlet. Und diese Zeitschrift. They said, where did you get this? Sie haben uns gefragt, woher hast du diese Zeitschrift bekommen? We have never seen anything like this. Wir haben noch nie so etwas gesehen. He said, when we saw the New World Order. Als wir das gelesen haben, die neue Weltordnung. And we saw the law of God. Und wir sahen das Gesetz Gottes. He said, that got our attention. Das hat unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. He said, but this pamphlet was loaded. Und diese Zeitschrift, die ist aber vollgeladen. And we read your book, the National Sunday Law. Und dann haben wir noch das Buch von dir gelesen, das nationale Sonntagsgesetz. And now we're reading the book, Great Controversy. Und jetzt lesen wir gerade das Buch Der große Kampf. All I can tell you is this. Und alles, was ich euch sagen kann, ist Folgendes. God has given us rich experiences. Gott gibt uns reiche Erfahrungen. And he has blessed us. Und hat uns gesegnet. And there's nothing more important right now than getting our message out to the people. Und es ist jetzt nichts wichtiger, als dass wir die Botschaft hinaus an das Volk bringen. I encourage you to, those of you that's going to stay by for the training class, please be prepared. We're going to really study the Bible for 2 weeks. Und ich ermutige euch, diejenigen, die hier bleiben für die nächsten 2 Wochen des Unterrichts, bitte bereitet euch vor, wir werden wirklich die Bibel zusammen studieren. And we will be going over objections. Und wir werden auch über Gegnungen und Widersprüche sprechen. Sabbath objections. Gegen den Sabbat. Book objections. Gegen Bücher. And we will also be talking about how to go out in the field and witness, knock on doors. Und wir werden auch darüber sprechen, wie man hinaus ins Feld geht, von Haus zu Haus. Meantime, may God bless you. Möge Gott euch segnen. Let us pray. Wir wollen noch beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We give you glory for your Holy Spirit. Wir geben dir die Ehre für deinen Heiligen Geist. Who works with us and gives us wonderful experiences. Der mit uns wirkt und uns wunderbare Erfahrungen schenkt. We can share the reality of this gospel as a living power. Damit wir die Wirklichkeit dieses Evangeliums mit Macht verkündigen können. Lord, soon the controversy between Sabbath and Sunday will be in the front. Herr, schon bald wird der Konflikt zwischen dem Sabbat und dem Sonntag ganz vorne stehen. Please help us. Bitte hilf uns. To be walking with Jesus. Damit wir mit Jesus wandeln.
And when that time shall come, damit, wenn diese Zeit kommt, there'll be no fear, wir keine Furcht haben, no anxiousness, keine Angst, no anxiety, keine Furcht, but a calm, loving, self-denial expectation, sondern eine ruhige, liebende, selbstverleugnende Erwartung, that you will be with us, dass du mit uns sein wirst, and your spirit will be upon us, und dass dein Geist auf uns ruht. May we make the preparations now. Mögen wir jetzt die Vorbereitungen dafür treffen. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Amen.